Wenn man sich überlegt, was diese Dinger gekostet haben, ne, und was man hier geliefert bekommt, ich muss mal eben nachgucken. Wenn ihr nachher erfahrt, was so ein Ding in der Produktion kostet, egal was ich dafür Kosten reinrechne, und diesem Materialeinsatz her, nee, einfach nee. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet and Grade. Wir testen heute eventuell China-Schrott, eventuell aber auch das Gadget des Jahres. Denn dieses Produkt hier wird auf Instagram, auf Facebook und allen Social Media Plattformen beworben ohne Ende. Man wird zugeballert mit Werbung dafür. Und was das Ganze damit auf sich hat, ob die Produkte was taugen, aber auch was dahinter steckt, was so ein Produkt vielleicht wert ist und wie man es vielleicht auch einfach mit Dingen, die man sowieso schon zu Hause hat, ersetzen könnte, ob es eine gewisse Wertigkeit hat, die es lohnt, sich dieses Produkt zu kaufen oder ob es wertigere Produkte gibt. Man hört ja schon ein bisschen was. All das klären wir heute in diesem Video. Los geht's. Ich habe es mir bestellt jetzt bei dem großen Amazonas, gibt es aber natürlich bei dubiosen, ja, ich sage jetzt mal E-Commerce-Firmen, die dann auf Instagram und so weiter Werbung schalten, wo man sieht, was man damit alles Cooles grillen kann. Und das überzeugt einen natürlich auch häufig. Ich muss mich konzentrieren, ich kann nicht reden und ein Paket öffnen gleichzeitig, bin ich multitaskingfähig, dass man so etwas kauft, auch wenn man es vielleicht gar nicht braucht. Und wenn es dann nur ein paar Euro kostet, also irgendwie 10 bis 100 Euro, dann ist das ja meistens auch so ein Affektkauf. Komm schon. Was ist denn das für ein Paket hier? Wo macht man das auf? 2 Stunden später. Ein Karton in einem Karton. 2 Stück habe ich mir davon bestellt. Vielleicht eins zum Kaputtmachen und eins zum Verwenden. Wer weiß, wie das Ganze hier nachher läuft. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen kritisch eingestellt zu diesem Produkt. Ich möchte trotzdem relativ neutral an die Sache rangehen, weil vielleicht kann es ja was. Wir werden es sehr neutral bewerten. Ich weiß aber schon so ein bisschen, was dahinter steckt und kann euch dazu nachher mehr sagen. Das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen kritischer dazu eingestellt bin. Und ihr hört auch die ganze Zeit, wie das hier klappert. Wobei ich sagen muss jetzt, wenn ich es auspacke, liegt es nicht unbedingt am Produkt selber, sondern an dem Zubehör, was noch netterweise mit dabei ist. Wir bekommen nämlich hier unseren runden Grillkorb. Das müsste der Deckel sein, ja. Und dazu bekommen wir tatsächlich noch 2 Zubehörartikel. So, und zwar ist das einmal so ein kleiner Haken hier. Und das andere ist die wohl kleinste Grillgabel der Welt. Ich denke, beides hat einen einfachen Einsatzzweck, und zwar, ja, genau, bleib stehen. Ich kann das damit hier über den Grill rollen, ohne das anfassen zu müssen. Wie gut das nachher funktioniert, werden wir sehen. Und auch hiermit kann ich es wahrscheinlich auf dem Grill einfach drehen. Ob es sonst noch eine Verwendung hat, ich meine, das Teil vielleicht nachher zum Aufhängen oder so. Vielleicht kann man das irgendwo dranhängen dann damit. Kann man machen. Ersteindruck von diesem Produkt. Es wiegt nichts. Der Deckel hier, ich habe den eben schon abgemacht, sitzt sehr, sehr locker. Ich habe die Befürchtung jetzt schon, dass der abfallen wird beim Grillen, beim Rollen. Wenn da vor allem irgendwie jetzt was drin ist, was irgendwie gegen den Deckel stößt. Der klemmt nicht wirklich. Das Material hier ist von der Materialstärke maximal 0,1 Millimeter stark. Maximal. Also es ist wirklich kein Witz. Das ist so dünn. Dünner geht es nicht. Wenn das dünner wäre, dann würde es auseinanderfallen. Auch hier dieses Drahtnetz. Ich kann jetzt schon sagen, allein aus den Erfahrungen und Kenntnissen so aus dem Grill- und Grillzubehörbereich, die ich machen durfte bisher, das ist ein Netz und das ist ein Material und eine Bauweise. Bei Temperatur- und Marinadeneinwirkung, also Säuren, Salzen, auch wenn das hier Edelstahl sein sollte, greift es dieses Material so stark an, dass dieses dünne Netz sich nach wenigen Monaten und spätestens nach 2 Jahren zersetzt haben wird, wenn man das regelmäßig nutzt. Ich merke auch schon hier unten, oh, das ist schon kaputt hier. Das ist gar nicht richtig verschweißt, wenn man überhaupt vom Verschweißen sprechen kann bei diesem dünnen Drahtgeflecht hier. Also das hier ist hier unten schon locker. Das ist nicht richtig mit Schweißpunkten versehen. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist generell sehr schwierig, das hier zu schweißen. Wir haben innen drin so ein paar, ja, das sind eher Lötpunkte. Das ist gar nicht verschweißt. Das sieht aus, als wäre das irgendwie gelötet oder so. Vielleicht gibt es aber auch noch eine andere Technik. Das weiß ich gerade nicht. Vielleicht arbeitet jemand in einem metallverarbeitenden Betrieb und kann mir sagen, wie ich so ein dünnes Drahtgitter in so einer Optik hier mit dem Material verbinde.
Weil nach Schweißen sieht es ehrlich gesagt nicht aus. Ja, was soll dieses Ding überhaupt können? Warum sprechen wir überhaupt darüber? Man sieht immer wieder Videos, wo Leute hier drin Gemüse grillen, Pommes grillen, Beilagen, Chicken Wings und so weiter. Und es soll super praktisch sein, weil es zum einen angeblich den Grill nicht so einsauen würde. Was ich jetzt schon sagen kann, ist Quatsch, hier geht ja alles durch. Warum sollte das den Grill nicht so einsauen? Zweitens aber vor allem, und das ist der Hauptgrund, das Hauptargument in diesen Videos, es fällt nichts zwischen den Rost und ich kann alles hier in diesem Ding perfekt grillen und nachher auch perfekt servieren, ohne dass ich es irgendwie so vom Grill dann runterholen muss. Ob das gut funktioniert, das sehen wir in diesem Video. Ich würde sagen, wir besorgen mal ein paar Lebensmittelzutaten und werden das Ganze auf dem Grill ausprobieren. Wenn man sich überlegt, was diese Dinger gekostet haben, ne, und was man hier geliefert bekommt, ich muss mal eben nachgucken. Da haben wir es. Zwei Grillkörbe, 27 Euro für zwei von diesen Dingern. Mit der Grillgabel und diesem Haken. Wenn ihr nachher erfahrt, was so ein Ding in der Produktion kostet, egal was ich dafür Kosten reinrechne, von diesem Materialeinsatz her, nee. Einfach nee. Kann ich jetzt schon sagen. Muss ich jetzt schon sagen. Aber wenn es nachher funktioniert, ist es vielleicht einfach nur ein überteuertes Zubehörprodukt, was sonst auch ganz viele andere Hersteller und Marken anbieten, weil von der Herstellung her denken wir Kunden immer, müsste ein Produkt ja viel günstiger sein. Aber es gibt ja etliche Kosten, die hier noch mit reinfließen. Und bei diesem Produkt fließen unfassbar viele Marketingkosten mit rein, was dieses Produkt so teuer macht. Aber das klären wir nachher nochmal im Detail. Und jetzt werden wir wirklich damit mal was grillen, wenn wir es denn hinkriegen. Unsere rollenden Grillkörbe sind jetzt befüllt, einmal hier mit Pommes und von der Menge her würde ich sagen, ist das eine große Portion Pommes, die hier reinpasst, die hoffentlich nachher auch gut werden. So ein bisschen Platz habe ich immer gelassen, damit die natürlich auch sich da drin bewegen können. Genauso auch beim Gemüse. Hier habe ich jetzt einen halben Brokkoli, eine halbe Zucchini, ein paar Kirschtomaten und eine kleine gelbe Paprika reingemacht. Das ist auch wirklich das Höchste der Gefühle, weil ich glaube, sonst wird das Ganze nicht mehr gegrillt, weil es sich gar nicht mehr da drin bewegen kann. Das Ganze hauen wir jetzt mal auf den Grill und schauen mal, wie die Dinger so auf dem Grill performen. Und beim Thema Pommes, gut, gibt es jetzt wenig Alternativen, Pommes auf dem Grill zu machen, aber es gibt ja für die Drehspieße diese Drehspießkörbe, ebenfalls aus Edelstahl in aller Regel und deutlich dicker und massiver. Die werden vom Endergebnis, können wir jetzt schon sagen, dasselbe Ergebnis bieten, wenn es hiermit überhaupt funktionieren sollte. Und deswegen eher das Produkt der Wahl danach zu greifen. Kosten vielleicht auch 2-3 Euro mehr, muss man ehrlicherweise dazu sagen, sind aber auf jeden Fall ein erprobtes Produkt. Wenn es hiermit auch funktioniert, müsst ihr nachher überlegen, ob es euch das wert wäre. Und beim Gemüse, muss ich sagen, gibt es so viele Alternativen, die auf jeden Fall funktionieren. Angefangen mit einer Plancha, massiv 4 mm aus Edelstahl. Optimales Produkt für etliche Anwendungsfälle, sei es Spiegeleier, Bacon, Scampis, Burger, Burger Buns zum Antoasten, Bratkartoffeln, Gemüse und so weiter und so fort. Also viel mehr als dieses Ding kann. Oder auch einfach klassische Grillkörbe, also aus Edelstahl mit einer Perforierung unten drunter, gibt es zwischen 8 Euro und 40 Euro in unterschiedlichsten Qualitätsstufen und funktioniert auf jeden Fall. Ob das hier funktioniert und gut wird und ob das sein Versprechen hält, ob dieser Deckel hält und so weiter, das sehen wir jetzt am Grill. Wir haben natürlich hier den Luxus, etliche Grills zur Auswahl zu haben in unserer Grillschule, aber wir nehmen jetzt heute einfach mal den Rösle Videro Pro G4S. Das ist sicherlich ein Mittelklasse-Grill, der sehr gut als Referenz gilt. Und wenn das darauf funktioniert, funktioniert das auch auf jedem Grill, den ihr zu Hause habt. Außer vielleicht auf noch günstigeren Baumarktgeräten. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir legen mal hier unser Gemüse auf und auch unsere Pommes. Das Schöne ist, das bleibt direkt hier so liegen. Das rollt nicht weg. Aber ich denke, das macht das Gewicht von dem Gemüse und den Pommes. Wir schließen den Deckel, um keinen Temperaturverlust zu haben. Weil gerade für Pommes brauchen wir natürlich maximale Temperatur. Beim Gemüse müssen wir einfach schnell genug sein mit dem Wenden, dann wird es auch nicht schwarz. Wir haben aber so viel Gemüse da drin, dass ich glaube, das wird eine ganze Zeit brauchen, bis es fertig ist. An Grillzubehör habe ich heute meine Fleischgabel, Grillgabel und diesen Haken. Und dann schauen wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Beim Grillen eine positive, eine negative Sache. Und zwar,
Der Deckel hält viel besser, als ich das für möglich gehalten hätte. Und ich muss hier viel mehr dran rütteln, als ich das gedacht hätte. Und das Ding hier so hin und her zu schieben, das ist eine sehr fummelige, sehr unschöne Angelegenheit. Aber obwohl ich das machen muss, damit sich das alles hier gut verteilt und das alles hier irgendwie in irgendeiner Form Röstaromen bekommt und nicht an einer Stelle schwarz ist und an der anderen Stelle noch nicht durch ist, hält dieser Deckel. Es wäre allerdings auch eine halbe Katastrophe, wenn der Deckel sich öffnet, weil dann habe ich genau das Gegenteil von dem, wofür diese Körbe gedacht sind, nämlich alles im Grill verschüttet. Und wenn das heiß ist, das wieder zusammenzufummeln, das stelle ich mir sehr, sehr unpraktisch vor. Essen ist fertig und das Grillen hat tatsächlich rein von der Anwendung her sehr gut funktioniert. Da kann man überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Die Pommes hier sind halt wie Pommes aus dem Backofen, also nicht frittiert. Geschmacklich entsprechend dem Ausgangsprodukt. Und beim Gemüse hier haben wir natürlich mit einem sehr guten Gemüsegewürz auch ein herausragendes Ergebnis. Grillgemüse, geschmacklich toll. Und auch wenn diese Körbe sich jetzt im Praxistest besser geschlagen haben, als ich das erwartet hätte, weil ich echt Angst hatte bezüglich des Deckels, der verzieht sich aber aufgrund der dünnen Materialstärke so stark, dass sich das Teil einfach nicht öffnet. Und die Materialstärke ist so dünn, ihr nehmt das Ding vom Grill runter. Ich bin vom Grill hier hingelaufen und der Korb war komplett kalt. Also Hitzespeichern tut das Ding auch überhaupt nicht. Er gibt also selber auch kein Branding ab und nix. Das Reinigen, so wie das jetzt hier aussieht bei dem Gemüse, stelle ich mir auch nicht ganz so simpel vor. Ich meine, man kann das in die Spülmaschine tun. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Aber ob das dann die Langlebigkeit von dem Produkt positiv beeinflusst, eher das Gegenteil. Und ich werde jetzt mal eins von diesen Dingern auf einen Otto Wilde Grill legen und bei über 500 Grad einfach mal schmoren lassen. Und wir gucken mal, ob dieser dünne Hasengrat hier, hat eben der Jonas so genannt hinter der Kamera, ob der das aushält oder ob der vielleicht sogar verglüht. Wenn er das aushält, dann muss man sagen, ist das okay. Und trotzdem müssen wir jetzt nochmal um den Preis sprechen und über dieses Produkt generell, was es damit auf sich hat. Nach einer halben Stunde auf dem Otto Wilde mit Vorheizen und bei Maximaltemperaturen von über 500 Grad, muss ich sagen, das Teil hat sich gut geschlagen. Verfärbt, ja, ist klar, aber es hat sich nicht verformt. Es ist nicht weggeschmolzen oder weggeglüht. Der Deckel, doch, lässt sich noch öffnen, aber deutlich schwerer jetzt. Also hat sich noch mehr ein bisschen verzogen, aber man kriegt ihn auch wieder zu. Und er sitzt besser als zu dem Zeitpunkt, wo wir das Produkt ausgepackt haben. Also da kann man sagen, ja, an sich ist der Formfaktor hier wohl ausschlaggebender für die Güteklasse des Qualitäts als der Materialeinsatz. Denn zum Materialeinsatz kommen wir jetzt endlich. Wir haben hier ein Produkt, was produziert wird, natürlich in China, stand auch auf dem Karton drauf, aber 95 bis 99% aller Grillzubehörprodukte und auch aller Grills selbst werden in China produziert. Das ist in vielen Branchen so, in der Grillbranche natürlich auch. Und das ist kein Zeichen für schlechte Qualität. Die Chinesen können Produkte produzieren, die teilweise besser, vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, besser sind, als wir das hier in Deutschland können. Manche Technologien haben wir nicht mal mehr in Deutschland, sondern die müssen wir im Ausland produzieren, weil wir einfach hier von den Lohnkosten viel zu teuer sind und deswegen die Firmen diese Technologien einfach ausgelagert haben. In diesem Fall hier könnte man sowas auch in Deutschland produzieren, aber dann würde es allein schon von den Herstellungskosten wahrscheinlich so viel kosten, dass man 28 Euro für ein Teil nehmen müsste. Diese Teile werden allerdings in China gefertigt für unter einem Euro. Das ist kein Witz, das ist keine Übertreibung. Dieses Produkt hier kostet ein paar Cent in der Herstellung. Wird jetzt im Zweier-Set für, in meinem Fall, 28 Euro verkauft. Und jetzt überlegt mal, ihr werdet immer so Sets angeboten bekommen, 1, 2, 3, 4, 6 und so weiter. Wie hoch die Gewinnmarge ist, wenn ich 6 Stück jetzt verkaufen würde für beispielsweise 50 Euro, wo man sich ja denkt, oh, da habe ich aber viel gespart, dann kaufe ich 6 Stück und die Herstellungskosten liegen nach wie vor vielleicht bei 3 Euro maximal, wenn es hochkommt, ist kein Witz. Und derjenige, der es im 6er-Set verkauft hat, hat natürlich nur einmal Versandkosten, nur einmal Werbekosten und so weiter. Und dann sind die Gewinnmargen richtig, richtig saftig bei diesem Produkt. Kaufe ich ein einzelnes, dann muss man sagen, ist die Gewinnmarge vielleicht gar nicht mehr so saftig, weil auch wenn das Teil hier 30 bis 50 Cent in der Herstellung kostet, ich habe ja in Deutschland noch Versandkosten, ich habe ja auch noch Logistikkosten überhaupt von China nach Deutschland
Oder, was auch häufig der Fall ist bei diesen ganzen Instagram-Werbungen, das sind Dropshipping-Unternehmen, die lassen das in China produzieren, es wird in China gelagert und erst wenn ihr bestellt, dann wird es aus China direkt zu euch gesendet, dann habt ihr Lieferzeiten von 3 bis 21 Wochen. Vielleicht bleibt sogar manchmal noch im Zoll stecken, weil der Zoll denkt, nee, das ist wertvoller als die Freigrenze, die man einführen darf. Und dann müsst ihr nachher noch zum Zoll, müsst es eventuell nachverzollen. Oder wenn der Zoll dann feststellt, ihr habt so ein Billigprodukt gekauft, dann müsst ihr nichts mehr an Zollgebühren zahlen. Kann aber passieren. Heißt, da kommen noch Kosten auf euch zu. Es kommen aber vor allem auch Kosten auf den Händler zu. Versandkosten sind natürlich das eine, Verpackungskosten und so weiter, Personalkosten eventuell, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist. Vor allem aber Marketingkosten. Denn das ist ein Produkt, das verkauft sich darüber, dass ihr das in der Werbung seht. Und wenn ein Produkt so hart beworben wird, dann werden bestimmt mindestens 50% des Produktpreises für Werbung ausgegeben. Heißt, wenn das Teil hier über eine Werbeanzeige für 28 Euro gekauft werden würde, würden wahrscheinlich 14 Euro allein für die Werbung draufgehen. Wobei wir da jetzt noch Mehrwertsteuer vorher runterrechnen müssen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich selber bin überhaupt kein Freund von so Instagram-Werbung, muss aber sagen, wir haben ja jetzt unsere Marke Barbossa, wo wir auch noch andere Marken mit reinfusioniert haben. Und man kommt ganz ohne Werbeanzeigen heutzutage online eigentlich auch nicht mehr klar. Für Grillgutz machen wir aktuell nicht mal Google-Werbung oder irgendwas. Unsere Konkurrenz schaltet sogar schon Werbung auf unseren Namen. Bringt trotzdem nichts, weil wir hier über die Videos einfach eine riesige Reichweite haben, die wir dafür nutzen können, Marketingkosten zu sparen, was wir wiederum in unseren eigenen Produkten nicht einpreisen müssen und dadurch eben Produkte deutlich günstiger anbieten können, als andere das können, einfach durch euren Support. Und dadurch lassen wir eine Win-Win-Situation entstehen. Wir könnten also auch diese Produkte anbieten und das deutlich, deutlich günstiger. Nicht für 2 Euro, weil es jetzt für 30 bis 50 Cent hergestellt wird, weil die anderen Kosten ja da sind. Versand, Transport, Logistik, Personal und so weiter und so fort. Das sind alles Kosten, die sind relativ hoch. Und wenn ihr so durch einen Supermarkt lauft und ihr seht Produkte, die kosten 5 bis 10 Euro, könnt ihr euch sicher sein, die werden hergestellt für 30 Cent bis maximal 2 Euro. Wenn es Produkte made in Germany sind, die direkt vertrieben werden, kann es auch mal sein, dass ein Produkt, was 10 Euro brutto nachher kostet für den Endkonsumenten, 4 Euro in der Herstellung kostet. Aber mehr ist das in aller Regel nicht, weil sich das sonst nicht mehr lohnen wird. Und seit ich Produkte selber entwickle, ist mir das immer mehr bewusst geworden. Man bekommt ein ganz anderes Auge dafür, ein ganz anderes Gespür dafür. Viele Produkte ändern sich von der Wahrnehmung in der Wertigkeit, wenn man weiß, für welchen Preis die hergestellt werden. Ich kann aber dazu sagen, dass so ein Produkt auch für 1 bis 2 Euro hergestellt werden könnte, deutlich wertiger, stabiler, robuster und vielleicht mit noch ein bisschen mehr Ausstattung daherkommen würde und dann für denselben Preis verkauft werden könnte, wenn man von der Marge her vielleicht nicht ganz so gierig ist. Weil man muss auch sagen, die Firmen, die das jetzt so hart pushen, die machen das aus einer einzigen Motivation heraus. Das schnelle Geld, ganz klar. Unsere Motivation hier, und da möchte ich uns gar nicht absprechen, dass nicht auch Geld bei uns eine Motivation ist, aber die Hauptmotivation hier und der initiale Grund überhaupt mit diesem Projekt hier zu starten, war Spaß am Grillen. Und das ist es nach wie vor. Deswegen auch hier immer mal wieder Videos zur Erklärung, warum ich manches so und so handhabe, warum ich dies und das ändere, warum ich das und das als Fehler in der Vergangenheit ansehe und ändern möchte, weil ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin YouTuber, ich bin mittlerweile Unternehmer, ich bin Familienvater, ich bin leidenschaftlicher Griller und alles muss ich irgendwie unter einen Hut bekommen und ich muss der Verantwortung euch als Zuschauer gegenüber, aber auch meinen Mitarbeitern gegenüber beidem gerecht werden und das funktioniert immer nur mit einem Mittelweg und einem Gang auf Messers Schneide. Deswegen werde ich mich hier entscheiden, dieses Produkt nicht nachzubauen, denn es gibt andere Produkte von anderen Herstellern, die deutlich empfehlenswerter sind und die verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr über Grillgutz beziehen oder eventuell auch über Barbossa, falls wir Ähnliches im Programm haben. Dann guckt mal, ob ihr die nicht einfach irgendwo extrem günstig bekommt. Ansonsten kann ich hierfür keine Empfehlung aussprechen. Denn die Idee an sich ist zwar ganz nett, eine Anwendung, weiß ich nicht, ob es den Anwendungsfall wirklich gibt oder ob es dafür nicht bessere Produkte gibt. Und die Umsetzung ist total günstig und die Bepreisung ist einfach viel zu teuer. Deswegen kann ich sagen, lasst das,
weg damit, ich werde die auch nicht verlosen, weitergeben oder was auch immer. Die werden jetzt irgendwo im Schrank vergammeln dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo für den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann wird es auch wieder ein bisschen produktiver. Das hier ist in meinen Augen echt ein bisschen Quatsch gewesen. Aber beim nächsten Mal gibt es wieder ein Rezept, eine Anleitung, ein How-To, ein Tutorial oder was auch immer. All das, was euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin. Ciao.